Ja, liebe Freunde, wir haben uns am Anfang überlegt, ob man überhaupt spielen soll an diesem Tag, wo es in Japan wirklich drunter und drüber geht und wo man nicht weiß, wie alles sendet. Hoffentlich wird es nicht mehr schlimmer, aber wie die Mira vorher gesagt hat, man soll sie jetzt nicht zurückziehen, sondern jetzt gerade, jetzt bleiben wir dabei, wir lassen es uns nicht gefallen, wir ziehen wir auch nicht mehr zurück, abschalten, war unsere Devise und wir bleiben dabei und wir lassen uns von der Frau Merkel auch nicht mehr hinhalten. Ob die dreimonatige Pause mit dieser dreimonatigen versprochenen Laufzeit Verlängerungspause werden wir uns auch nicht begnügen und auch wenn ISA 1 jetzt kurz abgeschaltet wird oder Biblis, wir sind nur damit zufrieden, wenn es ganz ausgeschaltet sind. ISA 1, Biblis, die brauchen. Die brauchen nicht mehr zu prüfen, die brauchen nicht mehr zu prüfen, ob ISA 1 sicher ist. Glaubt, das haben sie lang genug getan, die wissen, wie es um ISA 1 steht, wie es um die alten SIDE-Reaktoren steht. Da brauchen sie uns nichts vormachen, jetzt bräuchte es eine große Überprüfung. Man weiß, wie diese Atomkraftwerke gebaut sind und es ist an der Zeit. Und der Letzte muss jetzt gemerkt haben, dieses Restrisiko nehmen wir nicht mehr hin. Und wenn die Frau Merkel in Gorleben jetzt auch noch weiter untersucht und uns wieder vormachen möchte, das wäre sicher als Endlager. Auch das werden wir nicht hinnehmen, sondern weiter auf die Straße gehen. Wir brauchen Sicherheit. Wir wollen keinen GAU und wir wollen auch das kleine Restrisiko, wie Sie meinen, nicht hinnehmen. Abschalten und nicht anliegen lassen. Hallo, Frau Kanzlerin, du atomare Priesterin, du sagst, du meinst, es gibt eine Stromversorgungslücke, AKWs dienen als Brücke, du sagst, du meinst, drum brauchen wir eine Laufzeitverlängerung, hey, weißt, wir sind doch nicht dumm. Strom aus den Erneuerbaren ist genug aus vielen Jahren, du sagst, du meinst, Gewinn aus den Atomkraftwerken wird Erneuerbare stärken. Du sagst, du meinst, wir brauchen atomare Elektrizität. Hey, weißt, wir sind doch nicht blöd. Wir sind doch nicht blöd. Wir sind doch nicht blöd. Wir sehen doch, was geschieht auf unserem Planet. Wir sind doch nicht blöd. Wir sind doch nicht blöd. Frau Merkel, kehrt's doch endlich um und verkauft uns nicht für dumm. Es ist unendlich viel Uran drin für den atomaren Wahnsinn. Du sagst, du meinst, Tschernobyl und die Terroristen können auf Restrisiko listen. Du sagst, du meinst, wir sind sicher und die Produktivität. Hey, weißt, wir sind doch nicht blöd. Wir sind doch nicht blöd. Wir sind doch nicht blöd. Wir sehen doch, was geschieht auf unserem Planet. Wir sind doch nicht blöd. Wir sind doch nicht blöd. Frau Merkel kehrt doch endlich um und verkauft uns nicht für dumm. Atomstrom ist bequem, ja damit hättest du kein Problem. Du sagst, du meinst, die hochverseuchten Abfallbomben stecken wir in Katakomben. Du sagst, du meinst, Gorleben geht, das predigst du wie ein Prophet. Hey, weißt, wir sind doch nicht blöd. Wir sind doch nicht blöd. Wir sind doch nicht blöd. Wir sehen doch, was geschieht auf unserem Planet. Wir sind doch nicht blöd. Wir
Wir sind doch nicht blöd. Wir sind doch oft schied. Auf unserem Planet. Danke. Als nächstes hat die Ingrid ein Lied gemacht, den Atomkraft Blues, weil Eon hat gesagt, dass die Kernkraft nichts macht. Das hört sich schon fast, ja, jetzt in den heutigen Tagen, kann man nicht mehr drüber lachen, zynisch, ja. Vor zwei Wochen habe ich es noch lustig gefunden, jetzt hat die Realität leider das überholt, aber es ist viel, viel Wahrheit in dem Lied drin, Ingrid. Los, muss ich am Anfang auch noch sagen. Und zwar am letzten Samstag hat mein Sohn Kindergeburtstag gefeiert, am 14. Und normal geht es ja da recht lustig zu. Und beim Essen haben die Buben über Japan geredet. Und haben gesagt, stellt euch vor, wir waren jetzt in Japan. Wir dann in einer Turnhalle sitzen, wir hätten kein Haus mehr, unsere Eltern haben keine Arbeit mehr, wir haben keine Wohnung, keine Freunde. Und mir ist ganz komisch geworden. Also wenn die das schon merken, was los ist, warum dann nicht die anderen da oben? Ja. Ja. Risiko hin, oder? Sagt man, Strom wird eventuell teurer oder man spart Strom. Es gibt genügend Gutachten und Stimmen, die sagen, es wäre möglich, ohne Atomkraftwerke auszukommen. Es gibt den Sachverständigenrat für Umweltfragen, die das schon 2010 im Mai der Kanzlerin geraten haben. Auch ohne Laufzeitverlängerung, ohne neue Kohlekraftwerke ist es möglich, mit dem bestehenden
Atomkonsens, die Atomkraftwerke abzuschalten. Es gibt andere Meinungen. Ich weiß nicht, ihr habt die Geschichte vielleicht gelesen im letzten Durchblick. Stellt euch vor, man kommt an einen See hin, der ist zugefroren und man muss drüber. Da drüben ist das Ziel. Für uns sind es die erneuerbaren Energien. Und man kann außen rumgehen und erreicht das Ziel ganz sicher. Man könnte aber drüber gehen und spart sich damit meinetwegen eine Woche. Jetzt bin ich unwissend, wie ich bin, frage die Sachverständigen, die Anwohner, frage, ist da schon mal was passiert auf dem See? Das Eis ist noch da, aber hält es noch? Sagen einige, ja, da kannst du drüber gehen, da fällt nichts. Andere sagen, ja, es ist schon mal was passiert. Vor 20 Jahren, jetzt erst kürzlich wieder, sind welche eingebrochen. Jetzt muss man entscheiden. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Gutachten und das Gutachten, weiß nicht, welches ist richtig. Ich weiß nur, es ist schon mal was passiert. Und müsste ich da drüber gehen, könnte ich für mich selber entscheiden, das Risiko gehe ich ein, spare ich 2 Wochen. Aber habe ich die Bevölkerung hinter mir, habe ich meine Familie dabei, dann gehe ich außenrum. Das ist eine Frage des Gewissens und nicht des Wissens, weil Wissen tut keiner. Ihr sagt zu uns, wir brauchen euch, sonst geht das Licht aus und der Strom und so und Zeug. Ich hab gelesen, wir exportieren von 6 Atomkraftwerken Strom zum Exportieren. Ihr sagt, der Strom von dem Atom wär kostengünstig, danke, ich versteh euch schon. Wenn's billig ist, muss man vertrauen. Auf Subvention nicht auf die Folgekosten schauen. Das AKW, das ISA 1, selbst laut TÜV-Bericht so sicher wie sonst keins. Der Demonstrant zweifelt das an, weil TÜV Süd um die umfasst deine Firma san. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wem soll man glauben, um welchem Gutachten kann man noch vertrauen. Die einen, die verdienen damit ihr Geld, die anderen retten ja so gerne die Welt. Den Dritten wieder geht's nur um Politik, um Wählerstimmen, da wirst du verrückt. Ihr sagt, der Strom wär viel zu teuer, von dem Solar und von dem Wind wär ungeheuer. Da bin ich froh, fast hätte ich gedacht, dass eure Gewinnverdreifachung den Preis ausmacht. Ihr sagt, es geht um Arbeitsplätze, um 30.000 Atomjobs, doch ich schätze, erneuerbare Energien kommen auf 350.000 hin. Ihr sagt, der Müll wäre kein Problem, könnte schon lange sicher im Endlager stehen. Ich kenn die Asse, die absäuft, aus der Atommüllbrühe in dem Wasser läuft. Ich kenn Tschernobyl und den Krebs durch Uran, dass man Atommüll nicht sicher lagern kann. Ich weiß, dass ein einziger Terroranschlag alles zerstört an einem einzigen Tag. Ich schicke meine Kinder nicht übers Eis, wenn ich aufs Trägt nicht ganz sicher weiß. Drum sag ich abschalten, 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 abschalten. Dann sag ich abschalten, 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 abschalten. Ich schicke meine Kinder nicht übers Eis, wenn ich aufs Trägt nicht ganz sicher weiß. Drum sag ich abschalten, 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 abschalten.
Ich schicke meine Kinder nicht übers Eis, wenn ich aufs Feld nicht ganz sicher weiß. Dankeschön. Ich war da 2002 in Wörth, wie die Anhörung war. Bundesamt für Strahlenschutz, da war der Leiter des Bundesamtes für Strahlenschutz. Da ist um die atomrechtliche Genehmigung für das Zwischenlager, die Bella, gegangen, das da hinten steht. Und unter der Leitung von Dr. Tomauski ist da auch die atomrechtliche Genehmigung erteilt worden. Nachher ist er dann zu Vattenfall gegangen oder wurde geworben und ist da zuständig gewesen für die Atomkraftwerke. Und dann hat es Unfälle gegeben, 2008, dann ist der Dr. Tomauski, hat er gehen müssen, ist an der Uni Professor geworden und jetzt wird Gorleben erforscht. Und wer, denkt ihr, ist der Obergutachter für Gorleben, für die Geeignetheit der Sicherheit von Gorleben als Endlager? Dr. Tomauski! Das ist er wieder, der Herr Dr. Tomauski, ja. Von Herrn Röttgen und Frau Merkel eingesetzt. Und da passt eigentlich das Lied. Wir sind doch nicht blöd, besser, aber das haben wir schon. Man müsste bloß mal so wichtig sein für die Atomlobby wie der Dr. Tomauski, dann würden wir vielleicht ein kleines AKW in den Garten kriegen und können sie Geld drucken. Und dann wird man gekauft. Dr. Tomauski! Die können Experten lachen! Lieber Gott, du, ich bräuchte von dir eine Idee. Ich will Karriere machen bei E.ON oder RWE. Mach mich einfach wichtig für die Atomlobby. Dann komm ich in den Vorstand wie Dr. Tomauski. Lieber Gott, oder schenk mir gleich ein kleines AKW. Das stell ich in den Garten zwischen Löwenzahn und Klee. Die Dinger sind doch sicher, wenn ich Tschernobyl ansehe. Lieber Gott, bitte schenk mir ein kleines AKW. Lieber Gott, und da machen wir einen Stromausfall. Nicht nur für zwei Stunden, für Tage und total. Mach Öl und Erdgas teuer, Herr Gott, da wirst du schauen. Dann darf ich nochmal 100 Atomkraftwerke bauen. Ja, lieber Gott, bitte lass ja die Leute Ligler sehen, dass Atomkraftwerke neuen Energien im Wege stehen. Ich will die Mühle fahren, bis es kein Uran mehr gibt. Und Kinder, seid nicht böse, wenn man euch den Müll zuschiebt. Lieber Gott, und bewahre und die Subventionen, sonst wird der Strom zu teuer, es wird sich nicht mehr lohnen. Lass Schwarz und Gelb am Steuer der Bundesrepublik, dann zahlt die Lobbyarbeit mit Zinseszins zurück. Ja, lieber Gott, oh, schenk mir ein kleines AKW. Das stell ich in den Garten zwischen Löwenzahn und Klee. Die Dinger sind doch sicher, wenn ich Tschernobyl ansehe. Lieber Gott, bitte schenk mir ein kleines.